Grüßen. Ich fange mal an mit Lorenz Kaffier, der Innenminister aus Mecklenburg-Vorpommern, CDU-Vorsitzender aus Mecklenburg-Vorpommern. Und Sie, lieber Herr Kaffier, haben es geschafft, nach der Wahl am 4. September eine große Koalition, den Fortbestand der großen Koalition zu sichern in Mecklenburg-Vorpommern. Man ist fast versucht zu sagen, auch die bürgerliche Koalition dort fortzusetzen. Und Sie haben es auch geschafft, ein Superministerium aus Wirtschaft und Arbeit zu formen, auf das wir natürlich sehr große Hoffnung setzen. Seien Sie uns ganz, ganz herzlich willkommen, wenn Sie hier bitte Platz nehmen würden. Nach dem Stichwort nach der Wahl ist vor der Wahl freuen wir uns, dass Wolfgang Kubicki bei uns ist, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Kieler Landtag. Sie wissen, in Kiel wird am 7. Mai gewählt und wir sind natürlich alle sehr gespannt darauf, wie die FDP dort abschneiden wird, ob sie vielleicht an einer Vielparteienregierung beteiligt sein wird. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend bei uns sind, Herr Kubicki. Herzlichen Dank. Und last, aber wahrlich nicht least, freuen wir uns ganz außerordentlich, dass der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz, heute Abend unser Gast ist. Lieber Herr Scholz, Sie haben zweimal sehr beeindruckende Wahlergebnisse hingelegt. Sie haben den Bürgern versprochen, in ihrer hanseatisch nüchternen Art, dass Hamburg ordentlich regiert wird. Wir sind nicht immer mit allem einverstanden, Herr Treppow, Frau Suding, Sie wissen das. Aber ich glaube, auch die große Zustimmung in den Wahlergebnissen zunächst alleine, dann mit den Grünen, Frau Fegebank, zeigt, dass doch ein großer Teil der Hamburger den Eindruck hat, die Stadt und das Land werden tatsächlich ordentlich regiert. Bevor ich jetzt die Gesprächsführung in die Hände unseres Kommunikationschefs Alexander Lucco lege, möchte ich oder kann ich mir eigentlich einen kleinen Hinweis nicht verkneifen. Wir haben ja hier sehr viele Ehrengäste gehabt. Um hier hinzukommen, muss man schon sehr bekannt sein. Aber es ist eigentlich den meisten gelungen, nochmal einen zusätzlichen Schritt in ihrer Karriere zu machen. Ich nenne nur mal zwei Namen. Frau Merkel war hier, da war sie noch nicht Bundeskanzlerin. Herr Gauck war hier, da war er noch nicht Bundespräsident. Der ein oder andere, die werden zumindest Ambitionen auf weitere Schritte nachgesagt. Mal schauen, was daraus wird. Wir hatten vorher Herrn Gabriel, Christian Lindner hier. Halten wir es wie Franz Beckenbauer. Schauen wir mal, was daraus wird. Und jetzt gebe ich das Mikrofon und damit die Bühne an Sie, Herr Lucco, frei. Vielen Dank, Herr Dr. Fickinger. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum 39. Martinsgans. Meine Damen und Herren, Nordmetall versammelt ja 250 Unternehmen mit gut 110.000 Beschäftigten in 4,5 norddeutschen Bundesländern, die ja fast 10 Millionen Bürger dieses Landes umfassen. Aber das ist natürlich alles nichts gegen die 200 Millionen Amerikaner, die in diesen Stunden in 50 Bundesstaaten aufgerufen sind, einen neuen Präsidenten zu wählen. Sie alle wissen, die Wahl läuft. Sie ist, so scheint es, immer noch sehr offen. Und deshalb wollen wir mit diesem Thema beginnen. Herr Scholz, wenn Sie als Hamburger Bürgermeister, als Chef einer Handelsmetropole darüber nachdenken, Donald Trump würde Präsident, was löst das bei Ihnen aus? Dass ich diese Sache vertage und hoffe, dass ich darüber nicht weiter nachdenken muss. Darf ich mir erlauben, trotzdem noch mal nachzufragen, welche Gefahren könnten denn drohen, wenn ein Mann dieses in Anführungszeichen Kalibers, der offensichtlich Isolationismus auch in seinem Programm hat, der Europa nicht so auf dem Tapet, auf der Agenda hat, wie natürlich Clinton und alle anderen, wenn der amerikanischer Präsident würde? Was würde das für Europa, für Deutschland, aber eben auch für die Handelsstadt Hamburg bedeuten? Ich bin überzeugt, dass wir uns ohnehin auf veränderte Zeiten einstellen müssen. Denn selbst wenn, was wir, glaube ich, hier in diesem Saal alle hoffen, Hillary Clinton das machen wird mit der Präsidentschaftswahl, wird das ein verändertes Amerika sein nach der Wahl. Ich will das einmal festmachen an einer Rede, die Frau Clinton vor kurzem gehalten hat, um ihre Absage für das transpazifische Handelsabkommen zu begründen. In einer ehemaligen Automobilzuliefererfabrik in Michigan, da hat sie erstmal die Chefs gelobt. Die werden dort ja alle mit Vornamen angesprochen, wie das bei den Amerikanern so üblich ist. Und dann hat sie gesagt, die haben das geschafft, aus einem Automobilzulieferer, dem es richtig schlecht ging, eine Firma zu machen, die bei der Luftfahrtindustrie und bei der Raumfahrtindustrie erfolgreich Zulieferer ist. Und hat es dann ergänzt mit der Bemerkung, und dann schaut euch mal um, die Maschinen, die ich hier bei der Betriebsbesichtigung gesehen habe, die sind aus Japan, aus Deutschland und aus
Norditalien. Und wäre das nicht schön, wenn das amerikanische Maschinen werden? Das ist natürlich eine der Konsequenzen des amerikanischen Wahlkampfs, die sicherlich dazu beitragen wird, dass die USA versuchen werden, eine Handelspolitik zu entwickeln, die die eigenständige industrielle Entwicklung leichter macht. Ob das eine plausible Vorstellung ist, wage ich zu bezweifeln, als Hamburger, als Freihändler. Aber ich glaube, dass das jedenfalls etwas ist, mit dem man rechnen muss. Und zum Zweiten ist natürlich in den USA jetzt so sichtbar geworden, was uns in allen Industrieländern gegenwärtig sehr begegnet, nämlich, dass es ein großes Misstrauen gibt der Mittelschichten und der unteren Einkommensgruppen dieser Länder, dass die Zukunft für sie noch so ist, wie sie das sich wünschen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir schon seit 30 Jahren haben. In den 80er Jahren können wir das im Einzelnen beobachten, in Japan, in Australien, Neuseeland, in Nordamerika und eben auch in Westeuropa. Weil es uns zwar immer noch gemessen an der übrigen Welt sehr gut geht und Wachstumsraten von 1-2% bei uns oft mehr ist als das Sozialprodukt eines anderen Landes irgendwo auf der Welt. Aber gleichzeitig ist die dynamische Perspektive verloren gegangen, die wir bis zu den 80er Jahren eigentlich hatten. Und das führt zu Trump, das führt zu Le Pen, das führt zu Frau Petri, das führt zu all dem, was wir in Skandinavien und anderswo sehen. Und deshalb werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es eine solche Ungehaltenheit gibt, die aus dieser mangelnden Zukunftshoffnung gewissermaßen erwächst. Und ich glaube, dass das etwas ist, das uns berühren wird. Strategische Konsequenzen hat natürlich das erst recht, wenn Trump gewinnen sollte. Denn dann bedeutet das, dass wir uns mit Fragen auseinandersetzen müssen, über die wir uns in dem EU-Europa bisher nur sehr feuilletonmäßig unterhalten haben. Also zum Beispiel die Frage, können wir eigentlich unsere Sicherheit selbst garantieren, auch wenn die USA sich nicht weiter dafür interessieren? Wenn wir zu der Antwort kommen, das wäre nötig und das können wir nicht, hat das Konsequenzen für die militärische Integration EU-Europas und auch für unsere Verteidigungsstrategien. Das gilt auch für die Außenpolitik. Wir werden früher oder später darüber nachdenken müssen, wie das jetzt so weitergeht. Und nach dem Brexit ist das aus meiner Sicht ganz offensichtlich, dass nicht in einem mehr oder weniger Europa, was da immer so alles geredet wird, die Lösung liegt. Aber wir brauchen eine Integration in bestimmten Fragestellungen in Europa. Dazu gehört, anders als wir bisher gedacht haben, die Außen- und die Sicherheitspolitik dazu. Da gehört sicherlich eine gemeinsame Politik in bestimmten Taxes dazu, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuern, die Frage Umsatzsteuer, nee, alles andere nicht, aber das muss man jedenfalls wohl gemeinsam regeln. Und es gehört dazu, dass wir diesen Integrationsprozess weitergehen. Und für uns Deutsche wird das eine ganz besondere Herausforderung, denn ohne die Briten in dieser Europäischen Union ist ja ganz, ganz offensichtlich, was das da so ist mit diesem großen Land, mit über 80 Millionen Einwohnern, diesem riesigen Sozialprodukt in der Europäischen Union. Vor dieser Lage hat sich Europa 500 Jahre gefürchtet, dass das mal passiert. Die passiert jetzt als Folge von Brexit und solchen politischen Prozessen. Und deshalb darf in Deutschland überhaupt niemand an der Regierung beteiligt sein und mitreden und entscheiden real, der die Verantwortung, die wir für ganz Europa haben, dann nicht begreift. Das ist die Konsequenz, die aus dem amerikanischen Wahlkampf kommt. Was wir tun und was wir nicht tun, das hat Folgen für ganz Europa. Und wir können nicht so tun, als ob es uns nichts angeht. Ich glaube, die Konsequenz dieser Entwicklung der letzten Jahre und des amerikanischen Wahlkampfs wird sein, dass in Deutschland Politiker sagen können müssen, Europapolitik ist im nationalen Interesse. Und wer das nicht begreift, hat nicht verstanden, was die Aufgabe unseres Landes ist. Sie haben jetzt einen weiten Bogen geschlagen, Herr Scholz. Herr Café, Sie als Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern müssten ja eigentlich, wenn man über Hillary Clinton nachdenkt und ihre Aussagen, mehr tun zu wollen in Sachen internationale Sicherheit, Amerika auch wieder mehr als ordnende Macht möglicherweise in der Welt ins Spiel zu bringen, mehr als es auch Barack Obama getan hat. Das müsste ja, wenn man es weiterdenkt, möglicherweise auch dazu führen, dass wir wieder mit etwas mehr Sicherheit zu rechnen hätten weltweit. Am Schluss vielleicht sogar in Deutschland. Heute haben wir gerade wieder gelesen, 5 mutmaßliche IS-Unterstützer in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, nicht bei Ihnen, aber auch nicht weit weg von hier, festgenommen und unter Verdacht. Kleine Frage, Sie werden sich Clinton wünschen, aber glauben Sie, dass wenn Amerika wieder stärker auch militärisch tätig würde, in der Welt auftreten würde, dass das für unsere Sicherheit in Deutschland und auch in Ihrem Bundesland am Schluss ein großer Vorteil wäre?
Also ich glaube zunächst, dass mal Amerika für uns ein unverzichtbarer Sicherheitspartner in der Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahrzehnten gewesen und soll es auch in Zukunft bleiben. Aber ich kann mich da noch an Scholz anschließen. Natürlich wird es einen gewissen Bruch in der Gesellschaft in Amerika im Zusammenhang mit dem Wahlkampf geben. Welche Auswirkungen das auf Sicherheitszusammenarbeit hat, welche Auswirkungen das auf die Fragen Europa, Amerika, Auswirkungen auf NATO und andere Fragen hat, lässt sich momentan noch nicht ablegen, weil der Riss durch die amerikanische Gesellschaft durch den Wahlkampf so stark geht, dass natürlich ein Stück Instabilität derzeit nach außen erscheint. Insofern können wir wirklich uns nur wünschen, dass Hillary Clinton auch als Wahlsieger daraus hervorgeht und im Endeffekt wir möglichst zügig die vorhandenen Strukturen, die über die Jahrzehnte gewachsen sind und ohne die wir eben zum Beispiel in vielen Fällen nicht in der Lage gewesen wären, in den zurückliegenden Monaten auf Hinweise von Diensten zurückzugreifen, die uns eben mitgeholfen haben, solche Erfolge wie in den letzten Tagen zu erzielen, erwirken zu können. Und deswegen ist Amerika für uns als Sicherheitspartner ein ganz wichtiger Partner. Und deswegen wünsche ich mir, dass relativ schnell man aus dem Wahlkampf wieder in die stabilen Verhältnisse zurückkehrt. Und im Übrigen an der Stelle zeigt mir auch immer, wenn die vielgescholtene Demokratie in Deutschland und Wahlkampf, wie der stattfindet, können wir nur sagen, wir können stolz sein, dass wir so ein System haben, was Wahlkampf betrifft, was Auseinandersetzung betrifft. Wenn ich mir die amerikanischen Verhältnisse und die Auswirkungen, die das möglicherweise in den nächsten Monaten auch zur Folge hat, sagen, wir können darüber auch sehr froh sein, wie wir hier miteinander umgehen in solchen Fragen, auch in Wahlkämpfen. Herr Kubicki, Sie haben eine Landtagswahl direkt vor sich. Sie haben eine Landtagswahl direkt vor sich, Sie haben eine Bundestagswahl in einem Jahr absolviert mit der AfD als wohl nicht völlig zu vernachlässigendem Element. Fürchten Sie, dass diese Härte in der politischen Auseinandersetzung, das, was unser Präsident Herr Lambusch unter dem Punkt Würde, und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen, vorhin auch apostrophiert hat, dass dies weiter auch hier bei uns zunehmen wird, dass das hier rüberschwappt, was wir da gerade erleben mit Trump und Clinton? Nein, das befürchte ich nicht. Aber ich bin froh, dass ich als Provinzpolitiker mich zu innenpolitischen Themen äußern darf, während der Bürgermeister Weltpolitik machen darf. Ist ja Sie dürfen alles Wir sagen. Wir sind hier in Hamburg, logischerweise. Sie dürfen alles sagen, was Sie wollen. Es ist ein freies Land. Das befürchte ich nicht, weil die Art und Weise der Auseinandersetzung schlicht und ergreifend in Deutschland keine Anhänger finden wird. Und ich sage noch einmal, die AfD nur als demokratiegefährdend zu beschreiben, überhöht sie dramatisch. Also selbst wenn in Ostländern, die 20 oder 25% bekommen, meistens immer 80 oder 75%, wählen sie nicht. Und in Deutschlands Westen sind sie durchaus unter 10% zu erhalten, wovon ich ausgehen werde, auch bei der Bundestagswahl. Es sei denn, wir bekommen singulare Ereignisse wie ein neues Mengen- und Zeitproblem mit Flüchtlingen, Probleme im Nahen Osten oder bei uns ein Attentat von einer Größenordnung, die wir uns momentan gar nicht vorstellen können. Dann diskutieren wir die Sache völlig anders, aber davon gehen wir momentan nicht aus. Ich glaube, dass die deutsche Geschichte gezeigt hat, insbesondere in Schleswig-Holstein, dass man mit Argumentationen unterhalb der Gürtellinie, mit solchen Erklärungen wie Trump, aber auch teilweise Clinton-Sieg verwandt hat, Wahlkämpfe bei uns nicht gewinnen kann. Weil die Lernerfahrung die ist, dass es nicht darauf ankommt, jemanden zu diskreditieren, sondern deutlich zu machen, worin die Zukunftsfähigkeit eines Landes besteht aufgrund von Wahlprogrammen. Also ich halte die AfD nicht für ein Schreckgespenst, ich halte sie für beherrschbar. Und ich sage mal, es liegt an den etablierten Parteien, ob die größer werden oder nicht. Kommen wir mal zum Thema, das die AfD ja auch groß gemacht hat und das, denke ich, bis zur Bundestagswahl ja durchaus eine relevante weitere Rolle spielen wird, die Flüchtlingsdebatte. Was sagt denn der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Scholz zu dem Vorschlag des Bundesinnenministers vom vergangenen Wochenende, dass wir Asylansprüche von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen, künftig in Afrika überprüfen lassen sollten? Der Vorschlag ist ja nicht neu, den haben viele gemacht, auch Otto Schily hat ihn schon mal vorgebracht. Kann man machen, wenn man einen findet, der mitmacht. Daran glauben Sie nicht. Es hat nur mit unseren Problemen gar nichts zu tun. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, der Vorschlag kommt vor allem deshalb in der Diskussion vor, weil er besonders martialisch nachhallt. Aber tatsächlich hat er mit der Frage, die wir lösen müssen, nichts zu tun. Eine Frage ist, wie können wir organisieren, dass es eine gemeinsame Verantwortung Europas für Flüchtlinge gibt. Und das Erste, was wir dazu erreichen müssen, sind gemeinsame Außengrenzen der Europäischen Union. Und die Debatte, die wir jetzt hatten über Kontrollen innerhalb Europas und auch einige Entscheidungen, die damit verbunden waren,
führt eigentlich an dem eigentlichen Thema vorbei. Wir haben eine Europäische Union, wir brauchen gemeinsame Außengrenzen. Und Grenzen sind Grenzen, die werden auch so gesichert, wie man sich das mit Grenzen vorstellt. Da fahren am Mittelmeer Schiffe lang, da sind mal Zäune, da sind Grenzbeamte und sowas. Das, was damit aber nicht gelöst ist, ist natürlich die Frage, wie kommt man durch eine sichere Grenze durch? Als Tourist, als Geschäftsmann, als Wissenschaftlerin oder als Flüchtling? Und diese Frage bleibt unverändert auf der Tagesordnung, egal welche Techniken wir uns dazu überlegen. Und da müssen wir schon zur Kenntnis nehmen, dass wir es uns in Deutschland sehr bequem gemacht haben. Wir haben uns gefreut über ein europäisch vereinbartes Asylrecht, das so aussieht, dass, wenn sich alle an die Regeln halten würden, niemals ein Flüchtling nach Deutschland kommt. Es sei denn als blinder Passagier in Rostock oder in Kiel oder in Hamburg. Aber ich glaube, die können wir gemeinsam an unseren Händen abzählen. So wenig ist das heute noch möglich. Tatsächlich sind sehr viele gekommen, wegen der vielen Fragen, die wir kennen und die wir hier nicht wiederholen müssen. Aber das heißt, es war ein Fehler, dass Deutschland als unzählige Flüchtlinge über die Meerenge von Gibraltar aus Marokko und Algerien nach Spanien und Portugal flohen, wir uns nicht zuständig erklärt haben. Es war ein Fehler, dass, als das über das Mittelmeer geschah und Malta, Italien und Griechenland davon betroffen waren, wir uns nicht für zuständig erklärt haben. Und jetzt haben wir die europäische Solidarität zu Recht, will ich ausdrücklich sagen, eingefordert, als über 1 Million Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland kamen. Aber alle anderen haben sich daran erinnert, dass wir vorher nicht hier gerufen haben. Und deshalb muss neben allem anderen eine Lehre für Deutschland in der Mitte sein, dass die Fragen, die an der Grenze passieren, uns was angehen. Und dass wir deshalb uns mit denen streiten müssen und über eine gemeinsame europäische Politik reden müssen, aber nicht darum rumkommen zu sagen, das geht uns auch was an, was die für Probleme haben. Und was jetzt die Frage jenseits der Grenze betrifft, ist es erstmal richtig, dass wir mit der Türkei Verträge schließen und übrigens auch mit anderen Ländern, in denen viel mehr Flüchtlinge angekommen sind als in Deutschland, in Jordanien und im Libanon zum Beispiel. Dass wir das vorher nicht getan haben, hat einen Teil der Größe des Flüchtlingsstroms ausgelöst. Und da muss man sich auch nicht angucken, ob einem der König von Jordanien gut gefällt oder die heutige Regierung des Libanons oder was man von Herrn Erdogan hält. Das geht jetzt erstmal um die Flüchtlinge bei solchen Arrangements. Was wir nicht verhindern werden durch alles, was wir machen, ist, dass es Flüchtlinge über das Mittelmeer geben wird. Wer sich das einbildet, dem empfehle ich einen Besuch in den USA und die Besichtigung der jetzt von Herrn Trump so sehr besprochenen Grenze zu Mexiko. Die USA haben all die Regeln, die bei uns diskutiert werden, wie man Leute davon abhalten kann, dass sie als Flüchtlinge über die Grenze gehen, und die kommen trotzdem. Und das wird auch bei dem Mittelmeer so sein. Deshalb brauchen wir eine nationale Politik und eine europäische Politik, in der wir sagen können, Flüchtlinge werden aufgenommen, aber wen wir nicht als Flüchtling anerkennen können, muss auch wieder zurück. Und das bedeutet, dass die deutsche Bundesregierung und nicht die Ausländerbehörde von Hildesheim oder von Stralsund mit Ägypten darüber verhandelt, wie sie ihre Staatsbürger wieder zurücknehmen, und dass sich möglichst auch die Europäische Union in diese Frage einschaltet. Dann machen auch Regelungen über Strukturen dort vor Ort einen Sinn. Aber in Wahrheit ist es die Frage, die wir dort lösen müssen. Und dann gehört daneben eine legale Migrationsperspektive dazu. Die wird einigen wenigen helfen. Sie wird ein paar davon abhalten, den gefährlichen Weg über das Mittelmeer zu wählen, und eine ganze Menge leider nicht, selbst wenn wir es ganz perfekt organisiert haben. Und wer sich vor dieser Erkenntnis drückt, der muss irgendwann in 5 Jahren erzählen, ihm hätte leider jetzt was ganz Neues, wäre ihm jetzt begegnet. Aber in Wahrheit weiß man das jetzt schon. Wir werden bei den Einkommensunterschieden, die existieren, uns darauf einstellen müssen, dass es einen riesigen Druck auf das Leben in unseren Ländern gibt, weil das so schön ist und so gut ist. Und das kann man sich sogar schon innerhalb der Europäischen Union und der künftigen Beitrittsländer vorstellen. Ich hatte jetzt vor kurzem den Besuch des Ministerpräsidenten von Albanien. Und da kriege ich immer in meiner Vorbereitung das Sozialprodukt dieses Landes. Und ich kenne das Sozialprodukt der Stadt Hamburg, das über 100 Milliarden Euro liegt. Es ist ein Bruchteil des Hamburger Sozialprodukts, was die viel mehr Einwohner von Albanien haben, zu Hamburg. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, man betrachtet das aus der Perspektive eines afrikanischen Landes. Da werden wir uns aber wundern, wenn wir diese Zahlen mal angucken.
Und deshalb ist es eine Illusion zu glauben, dass das Thema verschwindet, nur weil irgendeiner von uns einen genialen Einfall hat. Wir brauchen einfach eine konsistente, über viele Jahre durchgehaltene, gute Politik. Dann wird das Problem kontrollierbar und beherrschbar. Das war das Problem, dass das 2015 nicht mehr der Fall war. Aber es wird nicht verschwinden. Das ist eine Illusion. Herr Caffier, wenn man Herrn Scholz hört, dann könnte man ja auf die Idee kommen, also die Diskussion über Obergrenzen, die Ihre Parteifreunde von der CSU immer noch gerne führen, oder das, was Herr de Maizière jetzt am Wochenende gesagt hat, Afrika etc., das ist eigentlich alles Unfug, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Es geht um viel größere Dimensionen. Sehen Sie das auch so? Also erstmal das Thema Obergrenze oder überhaupt Begrenzung führen mittlerweile alle Parteien. Alle haben gesagt, nochmal 1 Million Flüchtlinge wie im vergangenen Jahr werden wir auf Dauer auch in Deutschland nicht verkraften können. Und im Übrigen stimme ich vollkommen zu, das Problem, die Problematik Flüchtlinge ist keine vorübergehende Problematik, es ist eine Problematik, die uns über viele Jahre begleiten wird. Ich war in den zurückliegenden Monaten in mehreren Flüchtlingslagern, sitzen viele Menschen auf gepackten Koffern. Und wenn uns nicht Lösungen, gesamteuropäische Lösungen einfallen und umgesetzt werden, dann wird das eine riesige Herausforderung für alle. Außengrenzen muss ganz klar so mittlerweile aber wirklich vereinheitlicht werden, dass wir eben Außengrenzen im Sinne dieses auch als Außengrenzen bezeichnen haben und umsetzen, auch mit Unterstützung von Bundespolizei. Das wird nicht ausbleiben. Allerdings werden wir auch nicht umhin kommen, die europäische Solidarität einzufordern. Es kann nicht sein, dass beim Geldverteilen alle die Hände aufhalten in Europa, beim Flüchtlingeverteilen, das nur bei wenigen übrig bleibt. Das wird auf Dauer so auch nicht funktionieren. Aber richtig ist auch, dass wir geltendes Recht konsequent umsetzen müssen. Und deswegen müssen wir auch in der Frage Flüchtlinge ganz konsequent unterscheiden zwischen denen, die als Asylbewerber aus Ländern kommen, die vor Flucht, Vertreibung und Ähnlichem fliehen und die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen. Und wir werden auch in der Frage von konsequenter Rückführung, ob auf freiwilliger Basis oder eben auch im Zweifelfall als Rückführung über die Behörden, nicht umhinkommen, um hier klare Grenzen und klare Regelungen zu schaffen. Wir leben im Zeitalter von Internet, Twitter und Facebook. Herr Scholz hat das angesprochen. Die Bilder, wie wir in Europa, wie wir in Deutschland leben, kommen in die dunkelsten Ecken der Welt. Und viele Menschen sagen, ich nehme das auf mich, um da hinzukommen. Und deswegen brauchen wir dazu klare Antworten. Und da hat in den zurückliegenden Monaten und Jahren, insbesondere in den letzten 12 Monaten, häufig an konsequenten Umsetzungen, an konsequenten Regelungen und auch an unterschiedlichen Schuldzuweisungen nicht unbedingt dazu geführt, dass wir zu Verständnis in vielen Fällen auch in der Bevölkerung gehabt haben. Und deswegen glaube ich, wir brauchen klare Linien, wir brauchen klare Regelungen und die müssen wir gemeinsam mit den Ländern umsetzen, weil die Herausforderung wird uns in den nächsten Monaten und Jahren begleiten. Und ich kann zumindest derzeit erkennen, dass wir in den letzten 4, 5 Monaten, hängt natürlich mit dem Zustrom an Flüchtlingen dazu, zusammen mit der Bundesregierung, mit den Ländern zusammen in Verhältnisse eingetreten sind, die zumindest erstmal einen geordneten Abarbeit und eine geordnete Erfassung von Flüchtlingen, die Integration, die eine wichtige Rolle spielt, auch regulieren können. Also es bleibt dabei, die Frage Flüchtlinge wird uns über Jahre begleiten. Grüne und Linke, Herr Kubicki, reden ja nun davon, das Asylrecht wird ausgehöhlt, das Grundgesetz sei in Gefahr. Muss da nicht die Freiheitspartei FDP aufstehen und sagen, jawohl, das lassen wir nicht zu? Oder sind Sie einer Meinung mit den beiden Herren hier? Es wäre komisch, wenn ich jetzt mit beiden Herren einer Meinung wäre, aber ich könnte viel von dem unterstreichen, was Olaf Scholz gesagt hat. Das Entscheidende ist, dass wir Rechtsstaatspartei sind und dass wir momentan nicht begreifen, dass es auch bei uns politische Kräfte gibt, zu denen teilweise auch die Bundeskanzlerin gezählt hat, die falsche Signale gesetzt hat in die Länder, aus denen Menschen kommen. Wer den Eindruck erweckt, jeder, der zu uns kommt, sei willkommen. Wer, wie der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, Thorsten Eibig, erklärt, es sei ein Gottesgeschenk, dass 1 Million Flüchtlinge pro Jahr bis 2020 zu uns kommen, der hat den Knall noch nicht gehört. Ich habe mit Herrn Gauland diskutiert über die Frage Abschiebungen, die auch zwangsweise vorgenommen werden sollen. Erste Frage, wohin, wenn wir gar nicht nachweisen können, dass diejenigen, die abgeschoben werden sollen, auch wirklich aus den Ländern kommen, von denen wir annehmen, sie kommen daher. Und zweitens, was machen wir, wenn die Länder die nicht aufnehmen wollen? Sollen wir die Bundeswehr dahin schicken, eine Enklave sozusagen dauerhaft wie ein Lager bewachen und dann die Menschen, die in Deutschland nicht sein dürfen, von Rechts wegen nicht sein dürfen, dann dorthin schicken? Wir haben Grüne, wir haben Linke, wir haben Piraten, wir haben auch die Kirchen, die mir dauernd erklären, kein Mensch dürfe abgeschoben werden. Was natürlich die Frage beinhaltet, warum wir überhaupt noch ein Verfahren durchführen, wenn alle, die ankommen, auch hier bleiben dürfen. Also wer das Ergebnis eines Rechtsstaatlichen Verfahrens nicht akzeptieren will,
aus menschlichen Gründen, der kann auch gleich sagen, wir brauchen das BAMF gar nicht mehr. Alle, die kommen, dürfen hierbleiben, das wird die Gesellschaft nicht verkraften. Wir müssen unterscheiden zwischen Flüchtlingen, macht muss die Genfer Flüchtlingskonvention auch, die aus Kriegsgebieten fliehen, aus Angst um ihr Leben oder was auch immer. Und die Idee der Genfer Flüchtlingskonvention ist die, dass wenn der Krieg zu Ende ist, die Menschen auch zurückkehren. Sie verlieren ihren humanitären Schutzstatus an dem Tag, an dem festgestellt wird, der Krieg ist zu Ende. Dann müssen sie eigentlich auch nach Hause. Wir brauchen dringend ein Zuwanderungsgesetz, weil selbstverständlich der Wunsch von Menschen, besser leben zu können, auch ein legitimer ist. Aber wenn wir, und wir brauchen natürlich auch Fachkräfte, was die Flüchtlinge überwiegend nicht sind. Dazu müssen wir die, nicht sind. Dazu müssen wir die Kriterien definieren, nach denen Menschen kommen können. Und dann sage ich, wird der Druck nachlassen, weil wenn man einen legalen Zutritt, eine legale Zutrittsmöglichkeit hat, wenn wir zunächst versuchen, auch zu Hause die Bedingungen zu erreichen, die erfüllt sein müssen, um zu kommen, was dem Heimatland hilft, aber jedenfalls bei uns den Druck mindert. Und da müssen wir die wenigen wirklich politisch Verfolgten auch nach dem Asylrecht behandeln. Wir dürfen das nicht über einen Kamm scheren. Also wer glaubt, jeder, der zu uns kommt, sei ein Kriegsflüchtling oder ein politisch Verfolgter, der versteht die Veranstaltung nicht. Und wir müssen entweder Recht, was wir haben, durchsetzen oder wir können darauf verzichten, was mir als Rechtsstaatsliberalen wirklich das Herz umdrehen würde. Meine Damen und Herren, heute Abend findet in Berlin der Rentengipfel statt. Der Rentengipfel bei Ihrer Amtsnachfolgerin Frau Nahles im Arbeits- und Sozialministerium. Und es wird darüber geredet, wie wir denn die Rente, die viele hier im Raum als Arbeitgeber auch besonders interessiert in ihrer künftigen Ausgestaltung, wie wir die fit machen für die nächsten Jahrzehnte. Die Union hat vorgeschlagen, die Rente an Lebenserwartung zu knüpfen. Die SPD lehnt das ab. Frau Nahles, wie man hört, ist aber durchaus für viele Argumente, auch aus dem Arbeitgeberlager und auch von Parteien, mit denen sie derzeit in einer Regierung koaliert, empfänglich. Es wird also offenbar sehr offen diskutiert. Was sagt denn der Olaf Scholz als SPD-stellvertretender Parteivorsitzender zu dieser Diskussion? Die Rente der Zukunft, wie sieht sie aus? Zunächst mal, Frau Nahles macht es gut, wie Sie eben schon angedeutet haben. Hallo. Alle finden, dass sie sehr fachliche Argumente hat und sich ziemlich gut auskennt, was hilfreich ist in dieser Debatte. Ich habe mir zwischendurch immer mal wieder verboten, über Rente zu sprechen, weil ich durch das, was ich in meinem Leben gemacht habe, mich sehr gut auskenne und eigentlich kaum ertrage, was so alles zu diesem Thema erzählt wird. Das mache ich nur sehr zurückhaltend. Man kann in der Rentendebatte mit lauter richtigen Zahlen ständig die Unwahrheit sagen. Und man muss nicht mal lügen. Und trotzdem weckt man einen falschen Eindruck über die Situation unserer Rentenversicherung, die unverändert heute eine sehr stabile Alterssicherung ermöglicht und ein sehr vorbildliches, weltweit sehr beneidetes System ist. Das muss der Blick auf die Sache sein. Ich persönlich bedauere, dass in der letzten Regierung Kohl, die bis dahin über Jahrzehnte gut funktionierende Praxis eines impliziten Einvernehmens zwischen SPD und Unionsparteien über die Rentenpolitik aufgegeben worden ist. Jetzt will ich nicht behaupten, dass wir hinterher uns gleich am ersten Tag darum bemüht haben, das wiederherzustellen. Das wäre falsch. Aber es ist ein Problem, weil die Rentenversicherung etwas ist, das für das Leben der allermeisten Bürgerinnen und Bürger von allergrößter Bedeutung ist. Wenn jemand mit 16, 17 die Schule verlässt und dann arbeitet bis 67, ist der Jahrzehnte damit beschäftigt, Beiträge zu zahlen und muss die ganze Zeit oder sie daran glauben, dass das hinterher auch gut geht. Und wenn man dann das Glück hat, ein langes Altersleben zu genießen, muss man auch weiter darauf hoffen, dass diese jahrzehntelange Verabredung hält. Und deshalb ist das eigentlich ein Thema, das am allerwenigsten geeignet ist für parteipolitischen Streit. Und wenn ich mir also zuallererst etwas wünschen dürfte, neben allen inhaltlichen Fragen, die man diskutieren kann, ist, dass wir einen solchen Konsens wiedererlangen, weil da für die Zufriedenheit und für die Akzeptanz des sozialen Sicherungssystems von allergrößter Bedeutung ist, dass man sich darauf verlassen kann, wie das demnächst sein wird. Und eigentlich dürfen Union und SPD über diese Frage keine strukturellen Kontroversen haben. Das ist meine feste Überzeugung. Sie ja mit mir gleich. Und naja gut, immerhin ist die Rentenversicherung von Bismarck zur Bekämpfung der SPD auf den Weg gebracht worden. Und in dieser antagonistischen Kooperation könnte das ja auch weitergehen. Ja. So, das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man einfach zugibt, dass alle Parameter, die öffentlich diskutiert werden, eine Rolle spielen.
nämlich die Frage, wie hoch ist der Beitrag? Da gibt es Dinge, die nicht überschritten werden dürfen. Wie hoch ist das, was wir als Steuerzuschuss und Beitrags aus Steuermitteln dazu leisten? Das ist mittlerweile ein Betrag von über 80 Milliarden Euro. Das geht demnächst in Richtung 100 Milliarden. Das ist jetzt auch nicht ohne im Bundeshaushalt. Und drittens, was kommt dabei raus? Und das ist etwas, das einfach austariert sein muss und so ist, dass man sich darauf verlassen kann. Und ich empfehle erstmal jenseits aller Inhalte denjenigen, die über dieses Thema diskutieren, dass sie verstehen, dass es eine langfristige Sicherheit in diesem Punkt geben muss und man nicht Dinge versprechen kann, die man plausiblerweise nicht einhalten kann. Wer zu viel verspricht, es wird unglaubwürdig. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dabei. Wenn ich jetzt gefragt würde, was fände ich die wichtigste Sache, an der wir in der Rentenversicherung noch mal was machen müssen, dann ist das etwas, das in der öffentlichen Debatte nur gelegentlich eine Rolle spielt, aber aus meiner Sicht in Wahrheit die zentrale Frage ist, nämlich ob wir nicht in Deutschland das mit der Ausgestaltung der Erwerbsminderungsrente zu weit getrieben haben, was die Nichtzugänglichkeit betrifft. Und das ist schon ein Lebensunfall für jemanden, der kein Vermögen hat, wenn man mit 48 oder sie mit 52 oder vielleicht sogar mit 36 nicht mehr arbeiten kann. Das muss ja gar kein Betriebsunfall sein, das kann auch auf der Autobahn passiert sein oder am Strand, was weiß ich wo. Oder eine Krankheit, die einen erwischt. Und dann das Leben nicht mehr funktioniert. Und die Regeln, die wir zu diesem Thema haben, sind so restriktiv, dass da viel Sicherheit verloren geht. Da sollte man noch mal was machen, weil wir auch im europäischen Benchmark so ziemlich die schlechtesten in dieser Frage sind. Und alle anderen Fragen sind so, dass man darüber eigentlich diskutieren kann und sich aus meiner Sicht einigen sollte. Dann ist Ruhe im Karton und das wäre nötig. Herr Kaffier, Frau Nahles will die ostdeutschen Renten möglichst schnell an das westdeutsche Niveau angleichen. Aber eine ganze Menge ostdeutsche CDU-Politiker sind dagegen. Können Sie mir das erklären? Ja, das kann ich erklären, wobei da die Meinungen durchaus geteilt sind. Aber wir haben ja eine Rentenanpassungspunkte für die ostdeutschen Rentner im Rahmen der Wiedervereinigung mit eingeführt. Und wenn man jetzt eine Anpassung 1:1 machen würde, würde die Rente an dem Punkt gekappt werden und die Punkte würden wegfallen. Und deswegen würde die nachfolgende Generation dann in den Rentenanteilen weniger bekommen. Insofern ist es auch vereinbart, bis 2019 die Anpassung durchzuführen. Insofern ist das Thema, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich will mich hier nur in der Form anschließen. Ich halte es für eine mittelschwere Katastrophe, wenn die Rentendiskussion in die Wahlkampfthematik einströmt für das nächste Jahr, weil es einfach ein Zuwerfen der Leute mit Zahlen, mit Argumenten ist, was nicht unbedingt zur Befriedung zum einen beiträgt. Und insofern, man kann sicherlich über die Arbeit von Frau Nahles unterschiedlicher Auffassung sein. Was ich aber durchaus begrüße, ist, dass sie die unterschiedlichen Argumente, die derzeit austauscht, erstmal aufnimmt und nicht von vornherein sozusagen sich bestimmten Punkten verschließt. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, wir sind eine älter werdende Generation, in der viele Menschen immer fitter noch bleiben. Und da dürfen wir nicht nur darüber diskutieren, wie das Rentenalter immer weiter nach vorne gezogen wird. Und das ist ein ganzer Komplex. Ich glaube, die mal vor 20, 25 Jahren eingeschlagenen Wege tragen heute nicht mehr in jedem Fall. Und deswegen ist ein Kompromiss möglichst über viele Fraktionen in der Frage ein tragfähig und eine ganz wichtige Aufgabe für die Politik. So viel großkoalitionäre Einheit müsste doch Sie, Herr Kubicki, eigentlich reizen zu sagen, nee, da haben wir andere Ideen. Ich bin auch schon ganz unruhig. Ja, bitte, dann legen Sie los. Was ist denn Ihre Idee, um das Rentenniveau zu sichern? Weil ich dieses Lob an Frau Nahles überhaupt nicht teilen kann. Sie hat ja zu Beginn ihrer Amtszeit mal versprochen, sie wollte weniger arbeiten. Bedauerlicherweise hat sie sich daran nicht gehalten. Und nun kommen wir zu dem Punkt, was mich wirklich auf die Palme bringt. Nicht? Rente mit 63. Mütterrente, 180 Milliarden Euro bis 2030. Wer bezahlt das denn? Ich gönne jedem Menschen mit 63 oder jeder Mutter Punkte obendrauf, aber die spannende Frage ist, wie machen wir denn das System für die Zukunft fit? Und dann ärgert mich das wirklich, weil ich selbstständiger bin auch und weil ich viele meiner Kollegen und drumherum kenne, dass Frau Nahles jetzt auf die glorreiche Idee kommt, um diese Wahlgeschenke nach 2025 weiter finanzieren zu können, sollen jetzt alle Selbstständigen, 3 Millionen Menschen in die Rentenversicherung gezwungen werden. Mit dem falschen und gelogenen Argument,
Man muss ja auch dafür Sorge tragen, dass ein Selbstständiger im Alter ausreichend sozusagen Mittel zur Verfügung habe. Aber das wahre Argument ist doch, es soll doch die Beitragsstabilität gesichert werden, die Kappung gesichert werden. Das heißt, man will von den Leuten Geld haben. Ja, was denn sonst, Herr Scholz? Das ist doch keine sozialpolitische Errungenschaft. Vor allem die meisten Selbstständigen wollen das doch gar nicht, also diese Form der Zwangsbeglückung. Was passiert? Das ist der Weg der Sozialdemokratie zur Einheitsversicherung. Alle zahlen ein und alle kriegen zum Schluss das gleiche Schlechte raus. Und das ist nicht der Sinn einer solchen Veranstaltung. Unterhalten Sie sich mal mit den Leuten, die was davon verstehen, wie Herr Raffelhüschen beispielsweise. Der hält Ihnen einen langen Vortrag darüber, was momentan falsch läuft und dass auch die jetzigen Versprechungen nicht einzuhalten sind. Nicht, dass wir nicht den Beitragssatz bei 25% stabilisieren können und dass das Rentenniveau weiter sinken wird. Wobei für einen Ökonomen die Frage immer im Raum steht, ob Prozentzahlen überhaupt was aussagen, wenn man nicht weiß, wie hoch die Bemessungsgrundlage ist. Also wenn wir alle dafür Sorge tragen, dass es der Wirtschaft richtig gut geht, dann sind 43% wahrscheinlich immer noch mehr, Herr Steinbrück hat auch schon mal gesagt, 43% immer noch mehr als 57% von einer geringen Bemessungsgrundlage. Und wenn wir die Rentenversicherung fit machen wollen, das ist die Idee meiner Partei, die ich ganz toll finde, dann müssen wir den Leuten, weil die Welt sich verändert, selbst überlassen, zu welchem Zeitpunkt sie in Rente gehen wollen und was sie dazu verdienen wollen, wie lange sie arbeiten wollen, was die Schweden erfolgreich machen. Zwischen 60 und 70 können sie da sich entscheiden. Und interessanterweise steigt das freiwillige Renteneintrittsalter auf 67,1 Jahre. Da muss man keine gesetzliche Vorgabe machen. Geben wir den Leuten doch einfach mehr Freiheit, ihren Lebensabend selbst zu gestalten und konzentrieren wir uns dann am Einkommen und nicht an dieser, wie ich finde, hundsmiserablen Debatte, die jetzt gerade geführt wird, wie kommen wir schnellstmöglich zu einer Einheitsversicherung? Bitte. Weil wir ja auch ein bisschen diskutieren sollen, würde ich gerne dazu was sagen. Erstens, gerne, glaube ich, dass es wichtiger ist, dass wir uns einigen, als die konkrete Lösung. Ja. Nein, es ist wirklich wichtig, dass wir uns einigen, weil es ist für die meisten Bürgerinnen und Bürger unseres Landes eine Sache, die sie nicht aushalten können, dass sie darüber nicht sicher sind, wie diese Sache für sie ausgeht. Und zwar sowohl was die Beiträge betrifft, als auch was die spätere Leistung betrifft. Da haben wir als Politiker eine Verantwortung. Und wir können nicht zu Anfang unseres Gespräches uns Gedanken darüber machen, warum so einer wie Herr Trump große Erfolge hat, und dann vergessen, dass wir als politisch Verantwortliche, dass die Wirtschaft zum Beispiel Mitverantwortung dafür hat, ob der Leistungswille unserer Bürgerinnen und Bürger einen guten Ort findet. Geh mal davon aus, die meisten wollen sich anstrengen und wollen irgendwie klarkommen, mehr nicht. Reich werden wollen auch welche, aber die allermeisten sind schon mit Klarkommen glücklich. Und wenn wir das nicht garantieren können, dass dieser Ehrgeiz, diese Anstrengung sich irgendwie in einem stabilen Lebenskonzept wiederfindet, dann werden wir die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger verlieren und solche Ereignisse werden sich wiederholen und häufen, wie wir es jetzt anlässlich des amerikanischen Wahlkampfs diskutieren. Darum also mein persönlicher Wunsch, sage das nur so, dass wir uns verständigen. Zweite Frage, keine Schlachten von Vergangenheiten aufmachen. Rente mit 63 ist beschlossen. Ich gebe gerne zu, dass ich immer dagegen argumentiert habe, als ich dafür zuständig war. Aber es ist mir immer schwerer gefallen, irgendjemanden zu überzeugen, weil es gegen die Logik von Leuten spricht, die gesagt haben, ich habe 45 Jahre gearbeitet, nun ist mal gut. Und ich habe mir immer nur gedacht, das ist sehr teuer, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das hinkriegen kann. Aber das Alltagsrichtigkeitsverständnis, ich würde mal sagen, von 90% der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ist, das muss man ländlich endlich mal machen. Das haben wir nur gemacht, jetzt brauchen wir die Diskussion auch nicht mehr führen. Und überhaupt wäre es ganz gut, wenn wir nicht ständig alles ändern, sondern es einfach mal lassen, wie es ist und uns auf kleine Teilkorrekturen beschränken. Was die Frage Absicherung von Selbstständigen betrifft, ist das für die meisten Anwälte, für die meisten Ärzte, für viele andere Selbstständige kein Thema, weil sie eine gute Absicherung haben. Die will, glaube ich, auch niemand in Frage stellen. Allerdings gehört es zur Realität, mit der wir heute konfrontiert sind, dass die Hälfte der Altersarmen der künftigen Zeit nicht diejenigen sind, die wir aus den Klischeebildern kennen und die auch gerne bemüht werden, also arme alte Mütterchen. Das ist durch die Rentenreform der Vergangenheit, durch die Ehereformen von Willy Brandt und sonstige Sachen eigentlich so, dass das in Zukunft immer weniger auftreten wird. Die Altersarmen der Zukunft sind die Leute, die ihr Leben lang von ungelernter Arbeit gelebt haben und trotz harter Arbeit und viel Arbeit nicht auf genug gekommen sind, damit sie oberhalb der Grundsicherung Einkommen haben. Darüber muss man nachdenken. Und die anderen sind Selbstständige, die keine Beschäftigten haben und nie auf den grünen Zweig gekommen sind und deshalb im Alter eine Absicherung brauchen.
Ich bin allerdings dafür, dass wir auch diese Diskussion so führen, dass es darüber einen Konsens gibt, übrigens einschließlich der Selbstständigen. Es gibt pragmatische Lösungen, wo man Eigeninitiative, Selbstabsicherung mit berücksichtigen kann und einbauen kann in ein Modell, das eigentlich nur heißt, dass der Staat sagt, ich möchte nicht bei allem, was du machst, dass du dann mit 65 oder 66 mir mitteilst, aber das Leben wäre jetzt nicht exakt so gelaufen, wie gedacht, nun sei der Staat mit der Sozialhilfe für die restlichen 30 Jahre zuständig. Das, glaube ich, ist das, was wir erreichen wollen. Kein Millimeter darüber, mehr muss auch nicht erreicht werden. Geld für andere gewinnt man aus keiner dieser Operationen. Darüber rede ich mir, wenn ich mit meinen Freunden spreche, sonst den Mund fusselig. Jetzt muss ich es auch mit Ihnen machen. Also da haben auch welche die Träume, man könnte die Beitragsbemessungsgrenze anheben oder man könnte dort was machen, was erstmal mehr Geld bringt. Aber da unser System der Rentenversicherung ein striktes Verhältnis zwischen Beiträgen und Leistung hat, muss man jedem, dem man jetzt einen Beitrag abnimmt, irgendwann mal was zahlen. Ja, und das ist natürlich eine Rechnung, die nicht aufgeht. Und als jemand, der immerhin schon 58 Jahre ist und sich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, sage ich, die Rechnung wird immer bezahlt. Jeder, der nicht an morgen denkt, kann noch selbst dabei sein, wenn sie präsentiert wird. Ja, das ist ja richtig, theoretisch. Praktisch auch. Ja, praktisch ist auch richtig, aber auch falsch, um das mal folgendermaßen zu sagen. Wenn Sie jetzt als hoher Beitragszahler in die Rentenversicherung einzahlen, bekommen Sie zum Schluss trotzdem weniger raus, als Ihnen eigentlich zustehen würde. Man kann das sehen an den freien Berufen und Selbstständigen, die eigene Versorgungswerke haben. Ich würde beispielsweise für meinen Beitrag bei meiner Rechtsanwaltsversorgung bekomme ich jetzt das Dreifache von dem raus an Rente, was ich bekommen hätte, hätte ich das in die Rentenversicherung eingezahlt. Das ist ja die Idee der Sozialdemokratie. Nicht? Alle zahlen ein und alle kriegen gleich schlecht ausgezahlt. Sie müssen sich jetzt nicht an den Vorurteilen, die Sie mit Ihrem 17. Lebensjahr über uns geschlossen haben, abarbeiten. Das ist ja, so sind wir das nicht. Das ist ja so, Herr Scholz. Nein, so ist es nicht. Aber es ist immer hübsch. Also als ich angefangen habe, konnte ich auch noch mal bei Unternehmerveranstaltungen reüssieren, als ich sagte, ich finde, Unternehmen müssen Gewinne machen. Da waren alle ganz begeistert, weil sie sich das von einem Sozialdemokraten das, genau, nicht vorstellen konnten. Das finden ja nicht alle Sozialdemokraten. Aber ich wollte sagen, mittlerweile glauben mir das alle, dass ich das so sehe. Und das ist auch ja, dass Sie das so sehen, aber ja. Sehen nicht alle Sozialdemokraten doch, so. Doch, nee, ist es so. Meine Herren, lassen Sie uns mal einen Schnitt machen jetzt. Rente haben wir, glaube ich, ausführlich behandelt. Es gibt ja noch eine Reihe von anderen Themen, die unseren Mitgliedsfirmen, unseren Unternehmen Sorgen machen. Dazu gehört zum Beispiel der Versuch Ihrer Parteifreundin Frau Schwesig, die Entgeltgleichheit in ein Gesetz zu gießen. Kann sowas überhaupt jemals funktionieren? Das werden wir sehen an der Lohnentwicklung von Männern und Frauen in der Zukunft. Aber ich glaube, dieses Gesetz ist auch eines von denen, das vor allem deshalb gute Karriere macht, weil ganz viele Leute dagegen sind, ohne eine einzige Zeile angeguckt zu haben. Real geht es bei der Verständigung der Großen Koalition über dieses Thema. Das ist ja Einvernehmen. Noch nicht ganz. Sind im Boot. Doch. Auch wenn Sie nicht wollen. Wir haben schon zugestimmt, ja. So. Geht es um ein Auskunftsrecht? Es wird alles groß aufgeblendet. Es geht um ein Auskunftsrecht. Den Gleichheitsanspruch, den gibt es schon. Der ist schon lange Gesetz. Und das, was jetzt neu dazukommt, ist, dass man unter bestimmten Umständen rausfinden kann, was denn die anderen verdienen, was für die Frage, dass man sagt, ich werde aber schlechter behandelt als die anderen, ganz wichtig sein könnte. Und das wird jetzt mit diesem Gesetz irgendwie geregelt, mehr ist es eigentlich nicht. Und da kann man sich jetzt ordentlich dran abarbeiten. Das wird auch viele Anwaltskanzleien später reich machen, weil sie einem Ratschläge geben, wie man das umgehen kann. Aber das wird genauso überflüssige Geldausgabe von Unternehmen sein für ihre viel zu teuer bezahlten Anwälte. Das klingt so, als ob Sie wissen, wovon Sie sprechen. Ich bin Anwalt. Ja, ich weiß. Ich weiß das schon. Und es war ein gutes Leben. Ja, das so, aber ich diese, aber es ist alles Panikmache, da passiert gar nichts. Und das wird auch so sein. Aber im Augenblick hat es eine große Karriere, die wird auch nicht aufzuhalten sein. Kaum, dass das jetzt beschlossen ist, wird sich keiner mehr auch nur einen müden Blick danach werfen. Ist das so einfach, Herr Kaffier? Ja, ich glaube das nicht so in der Form. Erstens glaube ich nicht, dass es immer klug ist, dass wir Gesetze machen, die im Anschluss Juristen reich machen.
Das kann, glaube ich, auch nicht unbedingt die Lösung sein. Da machen wir irgendwas falsch. Bin ich einverstanden. Deshalb sage ich, nicht beauftragen. Falsch. Ganz und, weglassen, einfach aufs Leben wenn, vertrauen. Wenn wir auf der anderen Art immer beklagen, dass wir immer mehr Bürokratie aufbauen, noch zusätzliche Hürden aufbauen, weiß ich nicht, ob so ein solches Gesetz zwingend notwendig ist, weil das im heutigen Zeitalter eine Aufgabe jedes Arbeitgebers ist, dies so zu regeln, dass er die dementsprechenden Arbeitskräfte auch zur Verfügung hat. Dazu brauchen wir nicht nochmal so ein Gesetz, aber die Koalition wird sehen, was am Ende rauskommt. Man hat sich da in Berlin auf dem Weg verständigt, aber nicht alles, was man in Berlin verständigt, muss unbedingt in der Provinz, wie Herr Kupp, wie gesagt, als positiv empfunden werden. Also ich sehe das als nicht notwendig an. Als Anwalt müsste Sie das ja glücklich machen, das neue Gesetz, aber als Liberaler würde es wahrscheinlich nicht, Herr Kubicki, oder? Also zunächst einmal finde ich es bemerkenswert, dass wir uns jetzt darauf verständigen sollen, Gesetze zu machen, die überflüssig sind, wie Herr Scholze. Also wenn das die neue Marschrichtung dieser Koalition ist, dann gute Nacht, Deutschland. Aber ich warne die Leute an der Bahnsteigkante, weil selbstverständlich es zunächst zu einem unglaublichen bürokratischen Aufwand in Unternehmen führen wird, auf der Grundlage der Klassifizierung der Hans-Böckler-Stiftung mal festzustellen, wie man so Arbeit zerlegt und dann sie vergleichbar zu machen. Es wird natürlich durch die Gewerkschaftsbewegung oder NGOs ins Werk gesetzt, von der Genderbewegung von mir aus ins Werk gesetzt, dazu kommen, dass ein Unternehmen es Streit geben wird über die Frage, ob denn die vermeintlich gleiche Arbeit gleich bezahlt wird. Und ich sage Ihnen mal, es gibt keine gleiche Arbeit, es sei denn, sie ist mechanisch. Was man ein Beispiel deutlich zu machen, nicht? Wenn Sie einen Künstler haben und der hört nach 4 Stunden auf und Sie sagen einer Künstlerin, sie soll das Werk vollenden, wird das kein gutes Werk. Bei Anwälten ist das so, dass wir unterschiedlich bezahlt werden. Warum? Weil wir unterschiedlich leistungsfähig sind. Ich habe Frau Nahles das mal gesagt, gucken Sie mal, Fußball-Bundesliga, da laufen 20 Leute auf dem Platz rum, 2 stehen im Tor und alle spielen 90 Minuten Fußball. Und trotzdem werden die unterschiedlich bezahlt. Warum wohl? Und keiner schlecht. Ja gut, beim HSV und St. Pauli hat es auch nicht geholfen, dass sie... Wie schön, dass Sie das sagen und nicht ich. Tut mir für Hamburg natürlich sehr leid. Aber unabhängig davon, es ist die Chimäre, die Idee, die dahinter steht, dass Arbeit im Prinzip gleichwertig ist, was sie nicht ist. Es sei denn, nochmal, sie ist mechanisch. Und das Problem, warum Frauen... Es ist ja heute schon Unternehmen verboten, sozusagen geschlechtsbestimmt zu diskriminieren bei der Bezahlung. Das wird nicht nur arbeitsrechtlich verfolgt, sondern auch sogar strafrechtlich verfolgt. Und deshalb wohnen bei solchen Gesetzen, ähnlich wie beim Mindestlohn, sitzt immer 2 Seelen in meiner Brust. Die eine sagt als Liberaler, was für ein Mumpitz und was für ein Schwachsinn. Die andere als Strafverteidiger, ich habe momentan 3 Verfahren, die werden teuer bezahlt, wegen Verstoßes gegen die Aufzeichnungspflicht beim Mindestlohngesetz. Als Anwalt würde ich sagen, wenn Sie nicht mehr Juristen beschäftigen wollen, dann machen Sie nicht so viele unsinnige Gesetze. Naja, also ich weiß, wofür man schnell mal einen Beifall bekommt, aber ich glaube, wir sollten jetzt auch mal ein bisschen hier uns umgucken. 4 Jungs hier vorne, lauter Jungs da. Auch ein paar Damen. Auch ein paar Damen, aber das, worauf ich hinweisen wollte, die Quote ist jetzt nicht so groß der Anwesenden. Und deshalb ist es eine ziemlich selbstgefällige Idee zu sagen, wir hätten eigentlich kein Problem. Wir haben eins. Die Gleichheit von Männern und Frauen in der Bezahlung ist nicht da. Und aus meiner Sicht muss sich deshalb da was ändern. Und es ist eben irgendwann mal die Situation da, wo einige sagen, das war jetzt mit den Reden eine schöne Nummer. Nun muss auch mal was passieren. Und ich glaube, darauf sollten wir auch bestehen. Die Qualität unserer Gesellschaft, der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes wird davon abhängen, ob uns das mit der Gleichstellung von Männern und Frauen besser gelingt, als es heute der Fall ist. Wenn wir da scheitern, werden wir noch auf ganz andere Weise scheitern. Noch einmal, Gleichstellung ist was anderes als die Frage der Entgeltsgleichheit. Nicht? Das wissen nee. Sie ja auch, machen Sie jetzt keine Suggestion. Das halte ich jetzt für eine schnöde Idee, die Männer immer dann haben, wenn es um sie geht. Also. Wir könnten jetzt ja auch mal fragen, warum die Freie Hansestadt Hamburg nicht von einer Bürgermeisterin regiert wird, sondern von einem Bürgermeister, von wegen Gleichstellung. Also die Frage kann man stellen, die Hamburger haben gesagt, ich sei super. Das lassen wir jetzt mal so stehen, Herr Scholz. Ja. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen. Das sagen aber alle Männer, um das mal zu sagen. Sie sagen ja, super. Ja, ja. Ja. Und begeben uns jetzt nach den bundespolitischen Themen vielleicht noch mal ein bisschen in die, in Anführungszeichen, norddeutsche Provinz. Die Hamburger Metropolregion wird ja nun demnächst auf 17 Landkreise erweitert. Es gibt ein 5-Länder-Abkommen zur Zusammenarbeit im Norden bei der Telefonüberwachung, Herr Caffier. Es gibt auch Untersuchungseinrichtungen im Bereich Veterinärwesen, Lebensmittel- und Futtermilchüberwachung, Wein- und kosmetischen Mitteln, die norddeutschen Länder in der Tat zusammen betreiben. Unglaublich. Aber warum gibt es eigentlich keine norddeutsche Industrie- und Hafenpolitik, Herr Scholz? Wieso? Gibt es doch. Wo sehen Sie die? Wie sieht die aus? Also, wir haben
eine gemeinsame Strategie über die Industrialisierung der Unterelbe. Darüber gibt es ordentliche Verabredungen, die nicht nur Papiere sind, sondern eine ganz handfeste Politik, die auch was mit Infrastrukturinvestitionen zu tun haben. Wir haben ein gemeinsames maritimes Cluster. Wir haben einen Cluster im Bereich von Offshore-Windenergie und Windenergie. Wir haben eine Zusammenarbeit im Bereich Life Sciences. Auch das spielt eine ganz große Rolle. Wir haben ein norddeutsches Cluster Aviation, das sogar europaweit als eines der besten gilt, das überhaupt existiert. Das heißt, es gibt eine echt verabredete gemeinsame Industriepolitik. Und das gilt, ich komme gleich zu Wilhelmshaven, weil er das ja mit eingebaut hat und ich dazu auch was sagen kann. Und im Übrigen ist es so, dass wir gleichzeitig auch uns verständigt haben über die notwendigen Infrastrukturinvestitionen, was Autobahnen, was Eisenbahnen, was Flugverkehr betrifft und. Insofern glaube ich, dass die norddeutschen Länder und die norddeutsche Wirtschaft und die norddeutsche Industrie schon ein sehr hohes Maß an gemeinsamer Politik entwickelt haben. Und im Übrigen gilt natürlich immer, ich weiß nicht, ob es jetzt meine Aufgabe ist, das zu sagen, Marktwirtschaft. Das heißt, wir machen ja nicht Klötzchen und sagen, da wird das produziert und da wird das produziert und da bauen wir mal da eine Fabrik. Das geht nie gut und ehrlicherweise geht es sogar regelmäßig schief. Würden wir auch nicht wollen. Ja, das ist schön, dass wir das gemeinsam sagen. Aber manche Diskussionen über die Frage, was norddeutsche Zusammenarbeit ist oder industrielle Zusammenarbeit, klingt so, als ob Politiker darüber entscheiden, wo was produziert, hergestellt oder sonst was wird. Das geht nicht. Und deshalb gibt es eine enge Zusammenarbeit der norddeutschen Häfen, sowohl an der Nordsee wie auch an der Ostsee. Hamburg, ich habe da selbst an der Veranstaltung in St. Petersburg teilgenommen, hat alle Ostseehäfen gleich mit eingeladen. Die durften da auf einer Hamburg-Veranstaltung mit für sich werben. Haben wir alles super gefunden. Und das ist ein Teil der Zusammenarbeit, die aber an dem Wettbewerb nichts ändert. Und übrigens der Tatsache, dass es Reedereien sind und nicht Landtagsabgeordnete, die darüber beschließen, wo welche Ladung hinkommt. Und das wird auch in Zukunft so sein. Freundlicherweise hat die Partei Die Linke im Europäischen Parlament oder deren europäische Fraktion jetzt ein Gutachten beim Fraunhofer Institut für maritime Logistik bestellt. Und da ist genau das Gegenteil der Bestellung rausgekommen, sonst nicht üblich hier, aber passiert. Und die haben also gesagt, das geht gar nicht, was die immer wollten. Und damit ist doch jetzt mal Ruhe im Karton. Wir haben eine ordentliche Wettbewerbsstruktur und eine ordentliche Kooperation und anders kann man das gar nicht machen. Fühlen Sie sich in Mecklenburg-Vorpommern mitgenommen von Hamburg bei einer gemeinsamen Infrastruktur, Industrie, Hafenpolitik? Ist das Augenhöhe? Wird da ordentlich kooperiert? Oder sagen Sie, na, wir sind froh, dass wir jetzt die Gentings bei uns haben und wir machen das alles alleine und das funktioniert sowieso kaum über die Ländergrenzen hinweg? Nein, ich glaube, gerade wenn man die letzten, ich bin seit 10 Jahren als Innenminister tätig, wenn man die Entwicklung, die im Bereich der Zusammenarbeit sich in den letzten Jahren ergeben hat, Revue passieren lässt, dann ist schon eine ganze Menge erzielt worden in die Richtung. Da ist noch durchaus Luft nach oben, aber natürlich sind wir auch ein Stück Konkurrenten untereinander. Die maritimen Cluster ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Es ist auch ganz wichtig für alle, dass wir gegenüber dem Bund, gegenüber Europa bei Werften gemeinsam auftreten. Und trotzdem sind wir zum Schluss auch Konkurrenten in der Frage von Schiffbau und anderen Dingen. Wir werden in Bereichen in Zukunft mehr kooperieren müssen. Das Thema TKÜ, also Telefonüberwachung, ist ein solches, weil einfach nicht mehr jedes Bundesland sich alles vorhalten muss. Da werden wir in bestimmten Bereichen in Zukunft länderübergreifende Kooperationen machen. Das bahnt sich ganz doll gerade im Bereich der inneren Sicherheit an, weil Experten und Ähnliches sind rar in allen Ländern mittlerweile und Nachwuchs. Und da werden wir wesentlich mehr in den nächsten Jahren machen. Also wir fühlen uns durchaus mitgenommen und Metropolregion Hamburg ist für uns im Bereich Ludwigslust-Parchim bis Schwerin ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen glaube ich, die Zusammenarbeit in den letzten Jahren hat sich erheblich verbessert gegenüber den Anfangsjahren. Zwischen Kiel und Hamburg hat man lange über eine Windmesse gestritten. Jetzt gibt's. Das vergessen wir auch nicht. Das vergessen Sie nicht, das ist mir klar. Warum sollten Sie auch? In Kiel wird das Industriebündnis, das Bündnis für Industrie, jetzt diskutiert und geschmiedet. Nordmetall ist da auch dabei. Ich bin da gelegentlich, wenn es um Kommunikationsfragen auch in Kiel. Ich habe immer so den Eindruck, nach Hamburg wird da mit sehr viel Abstand geguckt. Also die Nähe, die da notwendig wäre, ist da auch nicht so. Also da bin ich ja nicht als Liberaler gefragt, sondern als Schleswig-Holstein. So ist es, genau. Wir freuen uns tatsächlich, dass wir in unserer unmittelbaren Nähe eine Metropole wie Hamburg haben. Wir kommen ja nochmal zum Nordstaat.
ich versuche den Hammer mal wieder zu erklären, Timmendorfer Strand und Sylt gehört zu Schleswig-Holstein, das wird auch so bleiben. Formal. Und wenn die, und wenn wir einen Nordstaat haben, dann hätten die Hamburger mit ihren 1,9 Millionen Einwohnern kein Gewicht mehr. Sie müssten also nicht denken, was sie immer denken, dass, weil sie in Hamburg so wirtschaftsmächtig und groß sind, sich alles nach Hamburg richten würde. Die die Windmesse sind wir losgeworden aus Schleswig-Holstein. Wir wollen natürlich auch, weil 150.000 Schleswig-Holsteiner in Hamburg arbeiten, im Hamburger Hafen vor allen Dingen arbeiten, dass die Elbe ausgebaggert wird. Also, ne? Wir nehmen den Schlick ja auch freundlicherweise ab und deponieren die irgendwo. Genau. Wir zahlen auch. Ja, aber erst nach langen Verhandlungen, nicht? Also, nein, das war alles super. Aber wir sind tatsächlich auch Konkurrenten untereinander. Und wenn wir die Industriepolitik ansprechen, dann gibt es tatsächlich Bestrebungen, über gemeinsame Industriepolitik zu reden. Aber reden alleine wird nicht ausreichen, man muss da wirklich auch handeln. Wenn wir uns mal das wirklich große Industrieareal Brunsbüttel anschauen, Herr Bürgermeister, dann kann die Kooperation mit Hamburg, auch mit dem Brunsbütteler Hafen, noch sehr intensiviert werden. Also auch aus Hamburger Interesse heraus, weil ansonsten Verkehre wahrscheinlich abwandern werden und dann nicht... Wir haben da auch gemeinsam eine gute Idee, die wir verfolgen. Die Frage LNG wird ja für die Zukunft eine große Rolle spielen und da wäre das zum Beispiel eine gute Lösung. Ja, also die Metropolregion wird von uns auch nicht nur akzeptiert, sondern auch wirklich gefördert, weil immer mehr Schleswig-Holstein die Kreise auch zur Metropolregion gehören wollen, was unter Umständen darauf zurückzuführen ist, dass sie ja nicht mehr zu Schleswig-Holstein gehören wollen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was man verbessern kann definitiv, ist der gemeinsame Auftritt weltweit, dass man mit der Region, und zwar nicht nur mit Hamburg, sondern mit der Region Norddeutschland insgesamt wirkt, denn wir konkurrieren dann mit Riesenregionen, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und dass man das nicht nur beim Tourismusmarketing macht, sondern insbesondere auch bei der Industriepolitik. Und was wir aus meiner Sicht dringend forcieren müssen, ist ein gemeinsames Baustellenmanagement. Denn Baustellen werden wir die künftige Zeit noch sehr intensiv haben. Also ich finde das schon mal ganz gut, dass der Deckel nun sozusagen, die Hamburg jetzt über die A7 packen will, verbunden wird mit dem Ausbau der A7 nach Bordesholm. Aber da ist noch viel Luft nach oben, was das gemeinsame Baustellenmanagement angeht. In der Tat, Herr Bürgermeister, fragt man sich ja, warum parallel zum A7-Ausbau dann auch die Kieler Straße, die sozusagen die Hauptentlastungsstraße hier in Hamburg wäre, auch unbedingt zu diesem Moment saniert und ausgebaut und erneuert werden muss, sodass wir, wenn wir hier heute Abend hierher kommen wollen, vielleicht nicht eine, sondern 2 bis 3 Stunden brauchen. Was stimmt mit dem Verkehrsmanagement in dieser Stadt nicht? Also ich glaube, das ist eine schnell und gern gestellte Frage. Die Antwort ist relativ einfach. 40 Jahre lang, wahrscheinlich sogar noch länger, ist die Frage, dass man Straßen baut, nicht mit der Frage, dass man sie auch instand halten muss, verbunden worden. Und das gilt noch viel mehr für die Ingenieurbauwerke, die wir haben. Das gilt auch für die A7 zum Beispiel. Südlich des Elbtunnels haben wir jetzt gerade in sehr kurzer Zeit eine Investition mit dem Bund zusammen, also er hat sie ja bezahlt, wir haben sie geplant, gemacht. Das war in letzter Minute, um es ganz offen zu sagen. Das ist ja eine Brücke, das sieht man nicht, wenn man da fährt, aber das ist ja auf Stelzen gebaut, durch eine ziemlich moorige Landschaft dort. Und das würde gar nicht funktionieren. Das war dringend notwendig. Und dann haben sich alle entschieden, lieber kurz und schnell als über 3 Jahre. Das ist das Ergebnis. Aber wir bauen jetzt gemeinsam die A7 auf Hamburger Gebiet 8-spurig aus und auf Schleswig-Holsteiner Gebiet 6-spurig. Das ist eine riesige Zukunftsinvestition. Und nur bei kleinen Computerspielen und solchen Märchen kann man sich vorstellen, dass man sich das abends überlegt und eine Stunde später hat man die ganze A7 8-spurig fertig. Real ist das ein 10-jähriger Bauprozess, an dem man auch nicht vorbeikommt, außer man sagt, es soll nicht so sein. Und wer sich mal Infrastruktur ohne Stau vorstellen möchte, klappt auch nicht, aber ohne Stau, weil es keine Baustellen gibt, der fahre in die USA, selbst in die reichsten Wohngebiete und weiß, dass er ohne SUV dort gar nicht geradeaus vorwärts kommen würde, sondern ständig um irgendwelche Löcher rumfahren müsste. Das ist die Realität, die einige jetzt heraufbeschwören. Wir haben die Investitionen in die Straßeninstandhaltung in Hamburg, ich glaube, fast verdoppelt gegenüber der vorherigen Situation pro Jahr. Das merkt man, selbstverständlich. Wir werden übrigens, da sind wir unmittelbar dabei, die Investitionen in die Instandhaltung unserer Ingenieursbauwerke vervielfachen. Wir erfassen überhaupt erstmal diese ganzen Zustände unserer Straßen, unserer Ingenieurbauwerke in einer Intensität, wie das noch nie der Fall war und in bestimmten Rahmen auch ohne die moderne IT-Technik nicht möglich gewesen wäre. Und deshalb sage ich, wir sind in Deutschland auf Verschleiß. Und ich möchte nicht, dass solche Beispiele, wie wir sie jetzt über den Rhein mit einigen Brücken erleben, dann die Realität des Verkehrs in ganz Deutschland bestimmen. Da, wo ich Verantwortung habe, werden die Dinge rechtzeitig instand gesetzt. Und da wir jahrzehntelang geschlafen haben, müssen wir jetzt mehr machen, als wenn wir das nicht getan hätten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Herr und Köpfchen. Ich will das nochmal sagen, weil das, glaube ich, auch vielleicht nicht ganz schlecht ist, sich zu wissen. Ich werde als Bürgermeister in die Geschichte eingehen, der die meisten Autobahnen in Hamburg gebaut hat. A7 achtspurig, A1 haben wir achtspurig angemeldet, Wilhelmsburger Reichsstraße als Bundesstraße wird gerade gebaut, A26 einmal quer im Süden durch, auch eine super Autobahn. Das ist ganz schön viele Milliarden Autobahnen. Wenn Sie so weitermachen, gewinnen Sie mich als Wähler. Also, ja, deshalb sage ich das ja. Ich wollte mal darauf hinweisen, wir diskutieren über den Deckel. Das ist so der kleine Nebeneffekt. Der Realeffekt ist der achtspurige Ausbau der Autobahn. Das ist das, was stattfindet. Herr Kaffier, lassen Sie uns noch mal auf Mecklenburg-Vorpommern gucken. Da gab es mal einen Bundesverkehrsminister Krause aus Ihrem Bundesland. Der hat die A20 in Rekordtempo gebaut, mit Ausnahmeregeln, Stichwort Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Da hat man alles Mögliche, was heute so üblich ist, an Klagemöglichkeiten gegen neue Verkehrsprojekte und an Planfeststellungsverfahren in ihrer ewigen Länge etc. pp. Hat man alles mal außen vor gelassen und einfach mal eine Autobahn gebaut. Auf der fahren wir heute alle gern durch ihr schönes Bundesland. Brauchen wir nicht wieder solche Regeln, damit das alles ein bisschen schneller geht? Also ich glaube auf jeden Fall, dass das für die neuen Bundesländer und auch für Mecklenburg-Vorpommern ein Segen war, dass es eine solche gesetzliche Regelung gab, in Abstimmung mit den Bundesländern, was das Verkehrsbeschleunigungsgesetz betraf. Dass natürlich in den letzten Jahren die Anzahl der Bedenkenträger bei welcher Baumaßnahme auch immer exorbitant gestiegen ist, dass selbst Minister in erster Linie immer gesagt kriegt, was alles nicht geht und nicht was geht. Auch da werden wir in Politik grundsätzlich drüber nachdenken müssen. Aber wenn ich derzeit die A14 betrachte, wir haben es geschafft, bis zur Landesgrenze die A14 fertig zu bauen. In Sachsen-Anhalt ist derzeit aus unterschiedlichen Gründen Stillstand. Und ich glaube, so werden wir Infrastruktur auf Zukunft nicht aushalten, wenn wir nicht wieder ähnliche Regelungen treffen, die bestimmte beschleunigten Maßnahmen auch voranbringen. Wir brauchen Infrastruktur und ich kann nicht sehen, dass es ein Kranich weniger gibt, ein Reiher weniger gibt oder irgendwelche Einschränkungen für die Lebensqualität der Tiere wie der Menschen. Manchmal müssen ja die Tiere auch zuerst genannt werden, durch den Bau der Autobahn in irgendeiner Form beeinflusst worden ist. Im Gegenteil, wir haben eine funktionierende Fauna, Flora, Habitat und wir haben komplette Landstriche erschlossen durch die Autobahn überhaupt erst. Wer heute nach Rügen kommt, der hat keine Tagesreise mehr vor sich. Und deswegen werden wir, um auch international konkurrenzfähig zu bleiben, Anbindung an Autobahnen und so, diese Autobahn nach Süddeutschland, die Anbindung nach Magdeburg, auch zwingend und dringend zügig brauchen. Und im Zweifelfall muss das auch nochmal neu gesetzlich geregelt werden. Ja? Ich bin da sehr dafür, dass wir aus den positiven Erfahrungen, die mit dem Wiederaufbau in den neuen Ländern verbunden sind, durchaus auch das eine oder andere in die heutige Zeit nochmal transportieren. Herr Kubicki, gehört unter dem Aspekt nicht eigentlich auch das Verbandsklagerecht auf die Probe? Vielen Dank für den Beifall. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch mal sagen, bevor das hier zu harmonisch wird, ich muss man schon sagen, dass wir hier politische Kräfte bei uns in Deutschland hatten und immer noch haben, für die Straßenbau und Straßenreparatur des Teufels ist. Ich rede konsequent von Bündnis 90 Die Grünen. Die A20, die in Mecklenburg-Vorpommern seit 2000 oder 1999 fertig ist, er hat Schleswig-Holstein von 1992 bis heute auf noch 38 Kilometer geschafft. Warum? Weil früher Umweltminister wie Rainer Stehenblock im Kabinett zwar zugestimmt haben, dass gebaut werden soll, gleichzeitig auch privat beteiligt haben an dem Erwerb von kleinen Grundstücken auf der Trasse, um das Enteignungsverfahren durchführen zu können, damit das zeitlich zu verzögern und zu teuer zu machen. Noch heute rühmen sich Grüne damit, dass sie Verkehrsinfrastrukturvorhaben verhindert haben oder so teuer gemacht haben, dass sie nicht mehr rechnen. Und mir kann wirklich niemand erzählen, dass ein verlassener Adlerhorst, der seit 2 Jahren verlassen ist, nun die Planung für die A20 um weitere 2 Jahre verzögern kann. Dann stimmt irgendwas nicht in unserem Land. Die Dänen bauen, nicht die Firma Bellquerung, die haben das gleiche europäische Planungsrecht wie wir, das gleiche Umweltrecht wie wir. Die schaffen aber nicht das gleiche deutsche Recht. Ja, aber daran sind wir dann selbst schuld. Sie ja, und alle anderen, da müssen wir uns doch dafür einsetzen, dass das geändert wird. Dass das übrigens auch bei Rot-Grün geht, ohne dass die Grünen das gemerkt haben, haben wir bei der Rade-Hochfolge festgestellt. Dort ist ein Gesetz gemacht worden über den Bundesrat zum Bau der neuen Rade-Hochbrücke, weil ansonsten die 12 Jahre Zeit, die wir noch haben, nicht ausgereicht hätten, um zu planen, Gerichtsverfahren durchzusetzen und zu bauen. Und die spannende Frage ist im Raum, ob wenn das, was man mit der Rade-Hochbrücke gemacht hat, weil sie sonst ja nicht stehen würde in 12 Jahren,
nicht bei Verkehrsinfrastrukturprojekten wie A20, wie man Belgium, also bei denen, die europäische Magistralen sind, auch machen muss. Wir können europarechtlich das Verbandsklagerecht nicht wieder komplett abschaffen, aber wir können es nationalstaatlich so stark einschränken, dass einige Verbände, deren Überlebensfähigkeit übrigens staatlich subventioniert darin besteht, sich immer gegen solche Maßnahmen zu wehren, massiv reduziert werden. Macht die Sozialdemokratie da mit? Ja. Ja. Also, aber ich glaube, dass wir schon ein bisschen ernster bei dem Thema bleiben müssen. In Wahrheit leiden wir an der Geschichte unseres Landes. Dass die 48er-Revolution nicht geklappt hat, 1848, hat dazu beigetragen, dass Deutschland ein Land ist, das sich auf das Recht konzentriert hat. Und jetzt erzählen wir uns alle immer die kleine, witzige, süße Geschichte vom Müller, der den König Fritz verklagt. Aber statt eine ordentliche Revolution zu machen, haben wir gesagt, wir dürfen gegen unseren König vor Gericht gehen. Und daher kommen die ganzen Juristen und diese ganzen Verfahren, weil wir eben letztendlich erst ein Rechtsstaat waren, bevor wir eine Demokratie waren. Das ist in vielen anderen Ländern anders gewesen. Und in Dänemark in der Tat, bei deren Teil, was die Fehmarn-Belt-Querung betrifft, wird ein großer Teil der Fragen durch das Parlamentsentscheidung erledigt. In Deutschland ist das mit dem heutigen Recht, das wir haben, nicht möglich. Stimmt nicht. Wir könnten auch heute durch Gesetz selbstverständlich die Planungsverfahren deutlich verkürzen und wir könnten die Klagen auf eine Instanz reduzieren. Ich hatte ja schon gesagt, also ich nehme ihn nicht zurück. So, ich wollte nur sagen, das ist der Hintergrund. Und wir haben uns eben als Deutsche auch immer vom Reichsgericht in Nürnberg gekloppt. Hamburg hat mit Bremen und Lübeck zusammen 100 Jahre lang Prozesse gegen die anderen geführt und so. Also das ist alles eine Tradition, die eben das sehr schwer macht. Und selbst wenn wir solche Regelungen, wie sie Herr Kaffier eben zu Recht gelobt hat, mit dem Verkehrswegebeschleunigungsgesetz anwenden, dann führt das nicht unbedingt zu den Beschleunigungen, die wir haben wollen. Zum Beispiel für die Frage der Elbvertiefung und der Fahrrinnenanpassung gilt genau dieses Recht. Das hat aber nur dazu geführt, dass wir jetzt nicht drei Instanzen haben, sondern eine. Und dass dann diese eine gesagt hat, na, dann gibt es auch keine vorläufige Rechtsschutzentscheidung, weil es sind ja nicht drei Instanzen. So. Also haben wir jetzt wahrscheinlich im Dezember, Januar die Entscheidung. Wir glauben auch, dass es gut geht. Da sprechen alle Zeichen für, auch wie sich unsere Gegner im Prozess verhalten. Die scheinen auch nicht mehr zu glauben, dass sie gewinnen. Aber mal sehen, ob es so wird. Und das wäre natürlich eine gute Sache. Trotzdem glaube ich, wir brauchen mehr Tempo. Da stimme ich allen zu. Und es ist völlig korrekt, darüber nachzudenken, wie wir mehr Tempo hinkriegen. Das können wir in der Welt eigentlich kaum erklären, wie lange das bei uns dauert. Und es ist ja auch so, dass man die armen Richter und Richterinnen wirklich bedauern muss. Ich habe mir ja nun aus beruflicher Interessiertheit diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema Elbvertiefung durchgelesen, was wirklich nicht so spannend ist. Und ich habe mir unsere Schriftsätze durchgelesen, die unsere Anwälte geschrieben haben und den Beschluss, was noch weniger spannend ist. Aber am Ende geht es dann darum, ob wir jetzt genug Blumen gezählt haben. Ich glaube, das Elbe-Estuar ist jetzt das am besten vermessene Gebiet der ganzen Welt. Da kennt man wirklich jede Farbe, jeder Blume, jeder Vogel hat einen eigenen Namen gekriegt. Und es ist und trotzdem muss man sich befürchten, dass einer findet, da habt ihr einen vergessen. So, also das Sie, ist so. Also Sie wissen schon, dass Ihre zweite Bürgermeisterin, Frau Fegebank, da ist. Ja? Sie müssen sich rechtfertigen. Wir arbeiten super zusammen. Ja, das und wir ich. Bauen Autobahnen, sagte ich ja schon. Ja, nicht, alle nicht alle Vorurteile von Herrn Kubicki stimmen auch. Und Sie wissen, dass die Grünen Schleswig-Holstein nach wie vor gegen die Elbvertiefung sind. Ne? Ja. Schleswig-Holstein hat der Elbvertiefung zugestimmt. Ja. Niedersachsen auch. Jeder zu seiner Art. Und das ist, glaube ich, alles gut. Meine Herren, lassen Sie uns noch zu einem weiteren Thema kommen. Wir haben über Verfahren jetzt gesprochen, über Urteile über viele Juristen, aber es gibt ja vor allem auch das Volk. Das Volk hat Ihnen hier in Hamburg, Herr Scholz, schon zweimal was verhagelt. Die Netzpolitik und die Olympia-Bewerbung. Geht das so weiter mit der Volksgesetzgebung, dass wir die Parlamente immer mehr aushebeln und das Volk fragen aus irgendeinem Grund und das macht dann was, was vielleicht nicht ganz so klug war? Ich finde, dass man an der plebiszitären Demokratie nicht kritisieren darf, dass die Entscheidungen nicht immer so ausgehen, wie die politisch Verantwortlichen sich das wünschen. Das ist eigentlich ein Teil ihres Zwecks. Also insofern hätte man sich auf das ganze Manöver gar nicht einlassen dürfen,
wenn man das völlig ausgeschlossen findet, dass solche Dinge passieren. Ich glaube auch, dass zur Nüchternheit, und das muss man in der Politik ja auch besitzen, gehört, dass es eine unplausible Vermutung ist, dass wir davon wieder wegkommen. Insofern finde ich eine intellektuelle Debatte darüber, ob man es hätte machen sollen, was für Professoren und Habilitationen und sowas, aber ich mache ja echte Politik und insofern will ich mich damit nicht so lange beschäftigen. Was die Frage betrifft, aber ob wir das Verhältnis zwischen repräsentativer Demokratie und plebiszitärer Demokratie vielleicht neu gewichten müssen, bin ich für eine Diskussion sehr wohl offen, weil ich glaube, dass manche Bürger uns auch anders, als man das immer wieder lesen kann, übel nehmen, dass wir sie mit dieser Entscheidung behelligen. Denn das weiß doch jeder, der ein mutiger Verantwortungsträger ist, dass Leute ihn unterstützen, selbst wenn sie nicht in allen Punkten einer Meinung sind, und dass sie sogar akzeptieren, dass ich zum Beispiel eine Entscheidung vertrete, die sie selber nicht richtig finden, weil sie glauben, der wird es vielleicht ja schon wissen. Das ist doch eine plausible Spekulation eines wählenden Bürgers. Die wird von einigen Leuten immer sehr verächtlich gemacht. Aber im Prinzip sind wir, wenn wir ja nicht schlecht sind, doch Leute, denen man vertrauen kann, weil wir uns gut mit den Dingen auskennen, die wir machen. Und wo man auch sagen kann, ich bin zwar nicht so richtig überzeugt, aber eigentlich glaube ich dem. Und das ist etwas, was durch das Plebiszit in Frage gestellt wird, weil dann eine Entscheidung, die man vielleicht gern delegieren würde, auch wenn man eine Meinung dazu hat, nicht mehr delegierbar ist. Und das ist auch ein Teil des Problems, das dann an solchen Sachen stattfindet. Und das Zweite ist, dass das einzahlt in eine populistische, antistaatliche und oft auch antidemokratische Vermutung. Da machen ganz schön viele mit. Ich jedenfalls bin stolz darauf, dass ich noch nie darüber geredet habe, dass wir zu viele Abgeordnete haben. Oder dass die Landesregierung zu groß sind. Oder dass die Bundesregierung zu groß ist. Und dass man diese ganzen vielen Politiker auch nicht braucht. Und dass mit den Parteien überhaupt, was wollen die überhaupt? Das sind ja alles Reden, von denen natürlich hier im Saal noch nie jemand eine gehalten hat. Aber von denen man mal gehört hat, dass andere das tun. Und die aber zahlen alle in diese Vermutung, dass die Leute, die wir gewählt haben, nicht mit großem Ernst und großem Engagement auch Fehler machen bei der Sache, sind ein. Und das wird dann durch solche Plebiszite möglicherweise nochmal verschärft. Insofern wäre das keine gute Sache, wenn wir uns nicht mehr ein- und auswissen, weil wir immer im Prinzip bei jeder vernünftigen Entscheidung für die Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens befürchten müssen, dass irgendwelche Leute mit einem Plebiszit eine völlig verkürzte Fragestellung dann zur Abstimmung stellen. Und darum müssen wir darüber nachdenken. Das kann ich jetzt mit genügendem Abstand zu den letzten Entscheidungen sagen, weil das immer sonst so wirken würde, als ob ich da als beleidigte Leberwurst einfach nur mit dem Ergebnis nicht einverstanden bin. Aber wir müssen darüber nachdenken, weil ich glaube, die Balance gerät gerade ins Rutschen und das wäre nicht gut. Herr Café, bei Ihnen, Mecklenburg-Vorpommern, hat Sie ja nun eine Partei überrundet, die mit so einem anti-elitären Duktus und zum Teil ja auch mit einem antiparlamentarischen durch die Gegend fährt und läuft. Verführt das die CDU dazu, darüber nachzudenken, mehr plebiszitäre Elemente einzuführen, um diese Leute wieder einzufangen, die die gewählt haben? Oder sind Sie da ganz bei Herrn Scholz und sagen, nee, das machen wir nicht? Nein, es ist also erstmal nicht abhängig von dem Einzug der AfD, sondern wir haben nun gerade die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen, haben uns in der Tat vereinbart, mindestens zwei Befragungen im Rahmen der Legislatur zu machen. Eine davon ist die Frage, ob Wahlalter mit 16 oder nicht. Ich finde das durchaus ein Thema, was sehr nicht nur durch die Parteien quer diskutiert wird, sondern wo man durchaus auch berechtigterweise sich ein Votum einholen kann. Ich bin da selber offen in der Frage, habe sicherlich meine Meinung. Also wir müssen uns durchaus in der einen oder anderen Frage solchen Sachen auch öffnen, aber wir müssen damit auch Angebote machen. Das unterscheidet uns ja von der AfD, die nur erklärt, was alles nicht funktioniert, die aber noch nie bisher ein Angebot gemacht haben, wie man bestimmte Dinge ändert, wie man bestimmte Dinge angeht. Ansonsten werden wir sehen, Sie sind gerade ins Parlament eingezogen, wie Sie Demokratie leben, wie Sie mit Demokratie umgehen. Ich halte die Diskussion in den zurückliegenden Monaten über die AfD in vielen Fällen sowieso nicht für sehr produktiv. Wenn man sie von vornherein nur stigmatisiert und in eine Ecke stellt, dann macht man sie besonders stark. Und deswegen müssen wir sehen, wie wir uns in der Sache, in der Diskussion mit Ihnen auseinandersetzen können.
und Sie im Zweifelfall eben auch bei bestimmten Argumenten stellen können. Denn zum Schluss ist es zunächst erstmal eine populistische Partei und das ist ja ein Unterschied, ob ich Befragungen mache zu bestimmten Themen, die man dann zur politischen Meinungsbildung nutzt oder ob ich nur was aus reinem Populismus mache. Können Sie noch sagen, welches das zweite Thema ist? Wo das haben wir uns noch nicht verständigt. Das haben Sie noch nicht festgelegt. Aha. Ist aber ja eine lange, 5 Jahre. Ja, also jeder darf ein Thema bestimmen von den beiden. Genau, so ungefähr. Ah, ja. Demokratie. Herr Kubicki, wenn man sich das Gezerre, was wir jetzt erleben, um den nächsten Bundespräsidenten anguckt, könnte man ja auf die Idee kommen, lass uns den doch auch wählen vom Volk. Die Österreicher machen das mit unterschiedlichem Erfolg, wie wir erleben, aber immerhin seit dem Zweiten Weltkrieg auch immer mal wieder durchaus mit vernünftigen Wahlen. Brauchen wir mehr solcher Elemente oder brauchen wir die nicht in Deutschland? Also zunächst einmal ist der amerikanische Wahlkampf ein abschreckendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man Präsidenten vom Volk wählen lässt. Also ich möchte nicht, dass jetzt mehrere Kandidaten auflaufen mit was weiß ich, was für Parolen das Bild Deutschlands auch beschädigen können. Und stellen Sie sich vor, Herr Höcke würde auf die Idee kommen, jetzt als Präsident kandidieren zu wollen und würde dann durch die Lande reisen, von Einzelnen transportiert mit der Maßgabe, dass die Welt am deutschen Wesen wieder genesen soll. Das würde unser Renommee ramponieren. Und ich war einmal ein vehementer Befürworter von mehr plebiszitären Elementen bis zum Jahr 2012 und seitdem bin ich massiv ins Grübeln gekommen. Warum? Alle plebiszitären Elemente, die wir haben, sind tendenziell strukturfeindlich, also veränderungsfeindlich. Es ist ein Ausweis dafür, dass eine Minderheit, die sich im parlamentarischen Prozess nicht durchgesetzt hat, versucht, über diese Form von Volksentscheiden ein anderes Votum hinzubekommen, als die Mehrheit des Parlamentes sich sozusagen entschieden hat. Die Behauptung, die dahinter steht, die Parteien selbst würden gar nicht mehr sozusagen Teil des Volkes sein, über den Volkswillen, was auch immer das im Einzelnen sein mag, aufnehmen, ist ja absurd. Weil selbstverständlich Parteien unterschiedliche Strömungen auffangen und im parlamentarischen Prozess auch zur Geltung bringen, dessen Teil sozusagen ihrer Repräsentation, die repräsentieren nicht das ganze Volk, obwohl sie Anspruch haben, sondern nur einen Teil des Volkes der Wählerschaft. Und deshalb werden die Stimmungen dort auch aufgenommen. Und wenn Sie sich mal angucken, was in Großbritannien passiert ist, da wird mit Lügen, mit falschen Argumenten, werden Leute bewegt, etwas zu tun. Mit Angst wird da gearbeitet. Und dann kommt es zu Entscheidungen, die eigentlich keiner will. Und die Leute, die es angeschoben haben, die schlagen sich anschließend in die Büsche und sagen, oh Gott, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen. Und das ist für eine Demokratie nicht förderlich. Also ich bin sehr skeptisch. Auf kommunaler Ebene problemloser möglich, auf Landesebene schon ein Problem, auf Bundesebene bloß nicht, weil wir dann mit Sicherheit keine Strukturveränderung in diesem Land mehr hinbekommen, weil interessierte Gruppen sofort eine Initiative ins Leben rufen, mit Petitionen und was auch immer. Bestes Beispiel CETA. Die Petition gegen CETA aus Deutschland war innerhalb von Stunden 100.000-fach überzeichnet. Als die Europäische Kommission jetzt das CETA-Papier reingestellt hat, hatten die kaum Klicks. Das heißt, die Leute, die gegen CETA waren, weil sie ans Chlorhühnchen geglaubt haben oder an den Verlust ihres Arbeitsplatzes oder an was weiß ich immer, haben aus ihrer Sicht rational, aber wirklich irrational entschieden und sich mit der Materie selbst gar nicht beschäftigt. Und das werden wir bei TTIP haben, das werden wir überall sonst haben. Sie kriegen in Deutschland keine Industrieansiedlung mehr hin, definitiv, wenn sie das durch einen Bürger- oder Volksentscheid schlicht und ergreifend plebiszitär regeln wollen. Und davor bewahre uns Gott. Meine Damen und Herren, das Dessert wartet und ich will Sie jetzt nicht weiter länger auf die Folter spannen, aber vielleicht noch eine schnelle Schlussfrage an die drei Herren hier auf dem Podium mit der Bitte um eine schnelle Antwort. Wer gewinnt denn nun heute Nacht in den USA? Ach, ich würde gerne sagen Hillary Clinton, aber die Art und Weise, wie wir alle ja ein bisschen bedrückt sind, zeigt ja, dass wir uns nicht so sicher sind. Und dass da was auseinandergeraten ist. Und ich habe das eingangs in unserer Debatte heute gesagt. Ich glaube, wir sollen die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Selbst wenn das gut ausgeht, da ist was los in unseren Industriegesellschaften und das wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen. Und wenn wir als die politisch Verantwortlichen, wenn die führenden Kreise unserer Wirtschaft, wenn die führenden Kreise unserer Gewerkschaften den Strukturwandel, der da stattfindet, auch im politischen Denken und in den ökonomischen Basisbedingungen nicht begreife und darauf keine Antwort geben, die es möglich machen, dass die Mehrheit der Bürger Ja zu unserer Art des Zusammenlebens sagen, dann werden wir noch ganz andere solche Ergebnisse mit großem Entsetzen verfolgen. Herr Kaffier, Ihr Tipp? Da die Antwort kurz sein soll, hoffe ich, Frau Clinton. Herr Kubicki? Es verliert das amerikanische Volk und ich bin mir nicht sicher, aber es für die USA nicht vielleicht doch besser wäre, Trump wird Präsident und die Demokraten können drücken im Kongress als umgekehrt.
Ich glaube, dass die Wahl von Clinton knapp die Republikaner und die Menschen, die Trump jetzt sozusagen an die Wahlurnen bringt oder auf die Straße bringt, dazu veranlassen wird, die Wahl innerlich nicht zu akzeptieren und möglicherweise sogar die Gesellschaft weiter zu spalten, als es gegenwärtig der Fall ist. Das wollen wir nicht hoffen. Ich danke Ihnen, meine Herren, für Ihren Beitrag, für Ihren Einsatz hier auf der Bühne. Ich glaube, das ist ein Applaus wert, meine Damen und Herren, auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle auch den Mitarbeitern des CCH und insbesondere den vielen eifrigen Damen und Herren, die uns gleich noch das Dessert bringen werden, danken für ihren Einsatz, der Technik da oben, dass sie diesen Abend möglich gemacht hat. Und für diejenigen, die die Wahlnacht heute besonders spannend finden in Amerika, noch zwei Hinweise für die Wahljunkies sozusagen. Ab 1 Uhr deutscher Zeit werden die ersten Prognosen erwartet von der US-Ostküste. Die ist ja derzeit 6 Stunden hinter uns. Ergebnisse aber nicht vor 5 oder 6 Uhr früh. Also eigentlich können Sie auch ins Bett gehen. Und wenn Sie es ganz authentisch haben wollen, das Netzangebot der New York Times ist heute Nacht ohne Paywall. Also Sie müssen nicht auf ARD und ZDF zurückgreifen. So schlimm sind die auch nicht. Naja. Naja. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, können Sie also notieren... Wir haben in Schleswig-Holstein auch schon CNN. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber... New York Times ist auch nicht schlecht. Im Übrigen, meine Damen und Herren, bitte ich Sie zu notieren, nächstes Jahr die Martinsgans am Montag, den 20. November, dann im Élysée. Und nächstes Jahr im Sommer, zwischen dem 22. und 24. Juni, Mitgliederversammlung Gesamtmetall, Herr Zander, hier in Hamburg. Und natürlich das 10-jährige Bestehen von Nordmetall in seiner heutigen Form hier in Hamburg. Wir hoffen, dass wir auch Sie, Herr Bürgermeister, zu diesem Ereignis als Gastredner bei unserem Senatsempfang wieder haben können. Wir hoffen, dass wir auch Sie an diesen Tagen sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und guten Appetit beim Dessert.